Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute gibt es eine Schlacht mit der P-47D. Ja, die gibt es in mehreren Varianten. Ich nehme jetzt in dem Fall die für Gold Eagles, bei den Deutschen erwerblich ist. Ja, die ist erbeutet worden. 1944, denke ich mal, so um die Zeit. Ja, muss ja sein. Und ich habe sehr wenig no Silverlands. Egal. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Das Flugzeug ist ein, ja, nicht das meistproduzierteste Flugzeug der Amis. Also es ist ja eine amerikanische Variante. Dazu gehen wir einmal zu den Amis. Angefangen hat alles mit den P-36ern, also das ist die Geschichte schon mal. Damals hieß die Firma aber noch anders, die die P-47er dann gebaut hat. Und dann kamen wir zur P-43, die hat ja schon etwas Ähnlichkeit, ist aber noch von der alten Firma. Ja, also die sieht ja schon verdammt ähnlich aus. Und dann natürlich die P-47er, D-25 und D-28. Ja, schon mit dem Tarnanstrich, der in der Normandie da war, damit die Amis und Briten ihre eigenen Flugzeuge erkannt hatten. Eigentlich voll dumm, die hatten noch den Stern darauf. Aber egal. Ne, die hatten dieses Schwarz-Weiße, damit man wusste, aha, das sind unsere. Ja, der Erstflug war 1941 im 6. Mai. Ja, in Dienststellung dann 1942. Also die haben ordentlich dran rumgetüftelt. Ist ein gutes Mehrzweckflugzeug. Bei den Amis sieht man sehr viele Bomben drunter und Raketen. Stückzahlen sind 15.686. Das ist ein ganz kleines bisschen weniger, als die P-51 gebaut wurde. Die wurde nämlich 15.858 mal gebaut. Also ungefähr 200, ja, irgendwas um die 200 weniger, auf jeden Fall. Ja, so, dieses Flugzeug war auch ein guter Export an andere Länder, in dem Fall an Russland. Ach, ja, Japan natürlich, klar. Russland. Wo ist sie? Da, P-47 D-27. Ja, ist im Prinzip dasselbe Modell, nur halt mit dem russischen Stern drauf. Kann die eigentlich Bomben lasten? Ja, die kann sogar Bombenlasten tragen. Was die deutsche Variante nicht kann, weil sie erbeutet ist. Ja, dann gehen wir mal wieder zu den Deutschen. Dementsprechend hat Deutschland auch einen Tarnanstrich für erbeutete Flugzeuge bekommen. Nämlich unten gelb und oben meistens so braun. Das ist auch bei. Hier, bei. Nee, Quatsch. Wo ist es? Ach, suche ich mal eben. Das ist auch bei der Tempest so. Ist auch ein britisches Flugzeug. Ist oben grau und unten gelb. Unten ist immer das Gelb gewesen. Das ist nur bei erbeuteten Flugzeugen so. Demnach auch bei der Wellington. Kann ich ja auch mal eben zeigen. Ja. Also hauptsächlich bei den britischen und amerikanischen. Bei den russischen Maschinen eher weniger. Die haben das nicht so. Die Il-2 zum Beispiel, die hat das nicht. Dafür hier am Rand ein bisschen gelb. Und die Yak-1B hat das, glaube ich, auch nicht. Nee, genau. Da hatten sie das nicht. Ja. Ansonsten. Gibt es sonst noch was hier zum Flieger zu sagen? Ja, hier diesen Flieger. Es ist ein gutes Flugzeug auf 4.3. Also ein Allzweckflugzeug, mit dem du immer gut Kills machst. Und ich hoffe, das werden wir auch hinkriegen, soweit. Und ja, dann denke ich mal, sehen wir uns gleich in der Schlacht wieder. So, da sind wir auch. Ein Luftspawn in dem Fall. Ja gut, diese Map, da gibt es zwei Landebahnen oder Startbahnen, je nachdem, Stützpunkte, genau.
Ja. Ich gucke erstmal, dass ich an Höhe gewinne. So, so wie das jetzt für mich aussieht, sind wir. Ach. Ja, Low Tier würde ich schon fast eher sagen. Die sind alle 5-0 und sowas. Die meisten. Egal. Mal gucken, was das gibt. Warum ich die deutsche Version spiele, liegt daran, ich hab's gerne, wenn ich gegen dieselben eigentlich spiele. Und P47 ist eigentlich meistens im Gegnerteam, ja. P47 ist auch eins der Flugzeuge, die es richtig oft in diesem Spiel gibt. Ich dachte schon, der wollte jetzt mich rammen. Der würde das nämlich überleben, manchmal. Meistens. Die P47 gibt es nämlich bei den Amis auch nochmal in einer bestimmten Version, nämlich als Kampagnenversion von einem bestimmten Piloten, die ist blau angestrichen. So blau. Hellblau und dunkelblau so, also sieht schon nett aus. Aber extra ein Paket dafür zu kaufen, hatte ich jetzt nicht vor. Stattdessen habe ich die deutsche Variante dann und ja, die russische Variante könnte man sich auch noch gönnen, aber nee. Dafür brauche ich sie jetzt nicht. Die P47 ist als, muss man nicht unbedingt kaufen, die gibt es halt auch als Standardversion. Die Amis haben die nämlich dreimal im Forschungsbaum. Nämlich einmal die zwei Versionen, die so aussehen wie die jetzige, die ich jetzt fliege. Und dann gibt es noch die Langstreckenversion, die unglaublich schnell ist, auf 5.0 fliegt. Und da muss man mit einer Fokker Wulf 190 D13 zum Beispiel oder D9 verdammt aufpassen. Oder die C-Version. Die P47, die zieht eigentlich immer davon. Da muss man immer gut aufpassen. Ja, Wendigkeit ist auch nicht zu unterschätzen. Ist auch gut am Stissel. Und ja. Munition, wie gesagt, also ist ein gutes Allzweckflugzeug. Begleitjäger für Bomber. Ja. Schauen wir mal. Ja, und der Sprit ist eigentlich relativ in Ordnung. 22 Minuten hat man immer so als Mindestbeladung. Ja. Auf jeden Fall reicht das Dicke. Kann man schon seine Patrouillen fliegen. Oh, eine Valvern haben sie. Die geht auf Jagd, auf die BF, glaube ich. Aber unsere BF geht jetzt runter. Und sie macht auch einen Abgang. Ja, mal gucken, ob er das überlebt. Nee, er lässt ihn fliegen. Der Motor überhitzt zum Beispiel auch nicht so schnell. Also da kann man gut auf Not fliegen. Oh, da ist noch einer. 700 km/h fliegt das Teil schnell. Also ich kann schon was draufdrücken. Na? Ich wusste es, dass er das vorhat. Oh, das war dumm. Alles gut. Hab Motor ein bisschen abgekühlt. Und jetzt müsste ich nur schauen, dass ich da wieder rankomme. Ja, da kam eine P47 gerade richtig gut runter. Ja, jetzt hole ich sie zum Beispiel wieder ein. Also. Die Valvern haben sie richtig hart runtergestuft wieder. Die ist richtig genervt worden. Ha, kritisch. Ja, und das war's. Direkt ausgeschaltet. Also die Munition von den Amis ist richtig OP. Muss man an der Stelle sagen.
Die machen eigentlich, die setzen einen ständig in Brand oder schalten den Piloten instant aus. Da muss man also immer gucken. In dem Fall habe ich den jetzt in Brand gesteckt und Flügel abgerissen. Also, das war schon ganz gut. Ein Kill damit. Black Warrior. Der gibt Gas. Der geht. Ah, wir sind aber schneller. Ah, die P-47D holt in sich. Jetzt kommt er zurück. Komm schon, Pilot. Ja! Beide Piloten ausgeschaltet. Easy. Ja, die Runde geht sehr schnell zu Ende, wenn ich jetzt mal so auf die auf das Scoreboard gucke. Ihr hattet übrigens am Anfang bestimmt gesehen, ich habe einen Gold-Eagles-Wetteinsatz eingesetzt. Also mit diesem Flugzeug. Das ist die beste Möglichkeit, um so einen Wetteinsatz auf 100% abzuschließen. Sicher, ich habe jetzt schon zweimal verloren. Aber das kommt natürlich auch immer aufs Team an, ist ja klar. Aber wenn man Kills braucht, mit dem Ding kriegt man eigentlich immer so um die 3 Kills hin. Tatsächlich. Und ja. 3 Kills ist ja schon sehr gut, gerade in realistischen Luftschlachten, ausschlaggebend, wer gewinnen wird. Und ja, das wollte ich dann auch nochmal an der Stelle erwähnen. Also wer Gold Eagles haben möchte und keine kaufen möchte und Wetteinsätze hat, überflüssig, wie ich zum Beispiel, der kann natürlich dann da zuschlagen. Weil tatsächlich viel Skills braucht man für dieses Flugzeug nicht. Du schießt einfach auf was. Das reicht schon. Und ja. Aber leichter Bunker, den kann ich auch zerstören. Das mache ich auch. Ich lasse meinen Motor abkühlen. Ich mache den Motor auf 0. Ich kann sogar ausmachen, komm. Panzer, Mittelschwere. Ne, da werde ich nicht durchkommen. Ja, aber wie gesagt, durch den Bunker komme ich durch. Mit der Bodenzielmunition speziell, 26 mm. Ah, da ist noch eine Flak, die greife ich erst an, weil die kann mir Aua machen. Instant viel Flak weggehauen. An der Stelle muss ich noch dazu sagen, viel Munition hat das Ding. Also man kann ruhig ein bisschen daneben schießen. Hauptsache, man hält überhaupt ein bisschen drauf. Das Ding kriegt eigentlich alles relativ gut down. Na, schade. Ich dachte, er hätte gereicht. So, das hat jetzt aber gereicht. Oh, ein Flieger. Ja, der ist zu weit oben. Der stört mich nicht. Leben nur noch zwei. Der eine hat 0 Punkte. Ich könnte mir vorstellen, dass er an der Base noch rumgammelt oder noch gar nicht gespawnt ist. Ein bisschen angehetet. Es dauert natürlich schon ein bisschen, aber man kriegt sie down. So ist nicht. Na, kriegt er es down? Er hat bessere Bewaffnung sogar als ich. Nee, er kam auch nicht ganz durch. Jawohl.
Und noch ein. Sehr schön. Da hinten sind die nächsten Bonker. Mit O. Bonker. Also das zieht auch schon gut hier Punkte ab. Bunker sind sehr wichtig. ...519 Schuss habe ich noch. Ja, da kriege ich noch was mit hin. Ne. Da sind die Bunker, da gehe ich hin. Und ich krieg wahrscheinlich noch... Ja, wird knapp, zwei zu zerstören. Aber könnte klappen. Ich hab mal meinen Kollegen gesagt, weil es ist eigentlich wichtig, wer die Bunker zerstört, der hat gewonnen. Das ist einfach so. Ja, da stehen noch drei ganze, oder? Ja, doch drei. Wenn er jetzt nochmal drauf hämmert und ich gleich. Ja, er gammelt halt wirklich an der Base, dieser Typ. Deswegen, wir stören den auch nicht. Ich würde jetzt einfach, wie gesagt, so weitermachen. Auf Dauer würden wir dann eh gewinnen. So, ich mache jetzt mal den Motor aus. Ja, wow, hat noch nicht mal für einen mehr gereicht. Auch gut. Das ist natürlich Premium. Dann fliegen wir mal zurück. So, der wurde auch gerade zerstört, also es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Das wird jetzt einfach... I have 10 minute diesel. Ich sag mal meinen Kollegen, dass ich jetzt zurück muss. Und, oh lol. Hat er den eiskalt gemacht am Flughafen? Also Flughafen, am Flugplatz. Kommt er denn noch davon ohne Probleme? Müsste ja eigentlich, ne? So, der hat auch einen Kill. Es waren sehr viele Clan-Mitglieder irgendwie hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob welche davon sehr bekannt sind, aber Luft, der ist sehr bekannt tatsächlich. Aber die anderen, die sagen mir jetzt persönlich gerade direkt nichts. Der Radf könnte vielleicht noch ein bisschen, aber ich meine, den hätte ich auch schon, also solche Leute hätte ich auch schon öfter in der Runde gehabt. So, der wird auch sofort angegriffen, so sieht's aus. Wow, er war so schnell, dass er seinen Flügel abgebrochen hat. GG. Die P-47 hat noch einen Bunker zerstört, also alles tutti. Ja, 51.000 ungefähr gemacht, denke ich. Ne, sogar mehr, 59.000. Gold Eagles Schlachtwetteinsatz abgeschlossen. Ich hoffe, ich kriege noch eine Schlacht in den Sieg rein, damit ich 7 habe, also 200 Gold Eagles. Und ja. Ansonsten 10.000 in der Forschung gemacht, auch Fahrzeugforschung. Tja, leider gibt es momentan nichts zu erforschen. Das ist mein Problem. Ich habe nämlich jedes deutsche Flugzeug. Das ist ein bisschen... ja, also... Schauen wir mal, ne? Naja. Wie dem auch sei, wenn euch diese Folge gefallen hat. Also, erstmal sage ich noch, kauft es euch, wenn ihr es noch nicht habt. Man kann es sich durchaus gönnen. Falls nicht hier, dann bei den Amis erforschen, wenn ihr soweit Lust habt, bis dahin zu kommen. Weil es ist ja, wenn ich jetzt mal hier schaue, schon ein bisschen. Auf Rang 3 ist der erst und es kommen sehr viele Flugzeuge vorher noch, die man da machen müsste.
Hier wäre einmal die P47, die ich meinte, die von einem speziellen Piloten ist. Ich finde, der sieht ganz nett aus, der Tarnanstrich. Und ja, weiter unten halt hier die P51. Nee, das ist sie gar nicht. Hier, die P47, die meine ich. Das ist die Langstreckenversion, die halt viel weiterkommt, viel länger unterwegs sein kann. Naja, ist ja aber auch egal. Ich würde sagen, die Schlacht ist damit zu Ende. Ja, sowieso. Die Folge dann auch. Lasst doch ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao!